Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe schon länger keine Favoriten mehr gemacht. Und es haben sich doch so ein paar Favoriten eingeschlichen, neue und alte. Und deswegen dachte ich mir, ich mache das mal, weil ich drehe es ja nicht monatlich ab, weil bei mir wechselt es ja nicht immer, sondern entweder es bleibt oder es kommt was Neues dazu, aber so, dass ich jeden Monat andere Favoriten hätte, das jetzt nicht. Deswegen, ja, ich habe einen Duft, drei Sachen Pflege und der Rest ist dekorativ. Fangen wir erstmal mit der Pflege an, und zwar mit dem Körper. Da habe ich eine neue Bodylotion für mich entdeckt. Und zwar die Garnier Intensiv 7 Tage pflegende Milch mit Mango Oil für trockene und raue Haut. Und die finde ich richtig gut. Erstens der Duft. Der Duft ist richtig schön zart, cremig und zieht wirklich schnell ein, so wie es da steht. Und ist eine richtig tolle Bodylotion, gerade jetzt für die Jahreszeit, wenn die Haut extrem trocken ist. So wie jetzt bei mir, fühlt sie sich doch den ganzen Tag geschmeidig an und mit Feuchtigkeit versorgt. Und deshalb ist das wirklich ein klarer Favorit von mir, den ich mir jederzeit wieder nachkaufe. Da sind 400 Milliliter drin und habe ich jetzt bis hier aufgebraucht. Aber wie gesagt, mit so einer Bottle kommt man ja so und so ewig hin. Aber wenn die leer ist, dann kaufe ich mir die nach. Ich denke mal, ich gucke mir andere Sorten davon an. Da gibt es noch mehr, aber die Sorte, die ist wirklich gut. Mit Mango Oil ist auf jeden Fall ein klarer Favorit. Dann habe ich Gesichtspflege. Und zwar habe ich die Q10 Antifalten-Tagescreme von Valera und die dazugehörige Nachtpflege. Und diese Kombination finde ich echt gut für meine Haut. Spendet gut Feuchtigkeit, gerade in dieser kalten Jahreszeit. Und ja, für den Preis sowieso unschlagbar. Ich glaube, da kostet eins, glaube ich, 2,95 oder so. Oder 3 Euro, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Es ist eine sehr günstige und gute Pflege und die spendet mir tagsüber gut Feuchtigkeit und die über Nacht. Und die finde ich echt gut und kaufe ich mir auf alle Fälle nach, wenn die leer sind. Aber wie gesagt, damit kommt man ja auch eine Weile hin. Und ja, seither spannt meine Haut auch nicht mehr so, weil die doch sehr trocken ist von Heizungsluft und Kälte. Aber diese hier wirklich, wirklich gut. Also, ja. Weil wie gesagt, im Sommer benutze ich ja dieses Aquagel und im Winter meistens die. Und die habe ich jetzt für mich neu entdeckt als Nachtcreme. Aber die in Kombination finde ich echt gut für meine Haut. Wirklich. Wirklich sehr, sehr gut. Moment, jetzt tauche ich kurz ab. So, gut. Dann kommen wir zu den Lippen. Da habe ich auch zwei, die ich in letzter Zeit häufiger getragen habe. Und zwar fangen wir mit dem ersten an. Das ist der Liquid Lipstick von Essence in der Farbe 03 Beauty Secret. Das ist so ein, ja, Rosenholzton. Und den finde ich auch echt schön. Also wirklich, wirklich toll. Die halten auch eine Weile auf den Lippen und die Farbe ist echt toll. Dann einen von Catrice, den trage ich auch gerade auf den Lippen. Das ist Shine Appeal Fluid Lipstick in der Farbe 060 Mary Berry. Also der ist, sieht so aus, eine richtig schöne Herbstfarbe, richtig pflaumemäßig, beerig. Und kommt jetzt in der Kamera irgendwie lila rüber, aber es ist wirklich bärig. Und ja, den trage ich auch heute und ich finde den echt gut, muss ich sagen.
Der hält länger wie ein Gloss, hinterlässt so einen leichten Stain. Und ja, finde ich echt gut, muss ich sagen. Also da werde ich mich wahrscheinlich nochmal umgucken, mir noch andere Farben anschauen. Aber den finde ich echt gut. Also die zwei aus dieser Reihe finde ich wirklich gut. Also da hat Essence sowie Catrice einen guten Job gemacht, würde ich sagen. Doch, echt gut. Dann kommen wir zu einem Duft. Larif M. Woman. Den habe ich mir mal bei Rossmann geholt. Das ist, glaube ich, das Dupe zu diesem Armani C. Und ach, der Duft ist einfach nur himmlisch. Also, den habe ich echt fast jeden Tag verwendet. Man sieht es vielleicht auch, der ist schon ein bisschen aufgebraucht hier oben, aber ich denke, das braucht noch eine Weile. Aber trotzdem ist das ein sehr, sehr guter Duft. Und der hält auch eine Zeit lang an, finde ich. Und wenn der leer ist, irgendwann werde ich mir den echt nachkaufen, weil der echt gut ist. Ich glaube, das sind 50 Milliliter drin, soweit ich weiß, für, ich glaube, 6,95 € oder so war der. Auf jeden Fall ist das echt, echt gut, muss ich sagen. Und ich habe das mal verglichen. Ich habe mir den Armani C mal, ich glaube, bei Müller mal aufgesprüht, wo ich den drauf hatte. Und die riechen wirklich sehr ähnlich, muss ich sagen. Also, ja, wirklich ein guter Duft. Genau. Und für das Geld sowieso, würde ich sagen. So, dann ist ja bei Maybelline, ich glaube, das ist noch nicht so lange her, sind zwei Color, nee, drei neue Color Tattoos eingezogen. Und von denen habe ich mir zwei mitgenommen. Aber nicht auf einmal, sondern nach und nach. Da habe ich einmal Creme de Rose. Das ist die 91. Und die sieht so aus. Das ist so ein Rosé-Ton. Und finde ich super. Also der ist matt und den kann man sehr gut als Base verwenden. Aber auch solo getragen, mit einem Braun oder mit einem Rosé in der Lidfalte kombinieren. Also wirklich gut. Er hält auch den ganzen Tag, wie gesagt, 24 Stunden. Dann gab es noch einen und zwar Creamy Beige, die 98. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht. Ja, das ist eher so ein bräunliches Braun. Und der soll ein Dupe sein. Den habe ich nämlich auch hier zu einem Paint Pot von MAC. Ich glaube, das war Groundwork heißt dieser Paint Pot, weil ich habe das verglichen. Ich habe den ja hier und die sahen sich doch ein bisschen ähnlich. Also das ist doch ein gutes Dupe, würde ich sagen. Jetzt zu dem habe ich jetzt keins gefunden, aber Groundwork und das ja doch sehr ähnlich. Ich habe die nebeneinander geswatcht und ich fand das echt sehr, sehr ähnlich. Wenn ihr wollt, könnt ich ja mal auf Instagram mal ein Bild machen und die nebeneinander geswatcht, mal posten. Das könnte ich mal machen, da könnt ihr das mal sehen. Aber wie gesagt, ich finde die echt gut. Auch die anderen Color Tattoos finde ich gut. Dieses All in Bronze, das was ich heute trage. Also, ich finde die echt gut. Die können wirklich mit diesen Paint Pots von MAC wirklich mithalten, würde ich sagen. Dann nochmal so ein Creme-Lidschatten. Und zwar auch von Max Factor. Das ist der hier. Das ist dieser 20 Copper. Das ist so ein schimmernder Ton. Und den finde ich auch echt toll. Ich habe gar nicht gewusst, dass Max Factor auch sowas hat. Aber der ist echt gut. Der schimmert richtig schön. Und ich mag das, ja. Und schön mit einem Braun und ein bisschen dunkel da und hier und da und so. Also, den finde ich echt gut. Der ist wirklich schön. Auch die Farbe, da gibt es aber auch noch andere Farben, aber der hat mich doch sehr angesprochen. Den trage ich wirklich häufig, wie man ja sieht, ist der schon gut benutzt. Aber ja, den finde ich echt gut. Schön cremig, lässt sich schön auftragen. Ja, auf jeden Fall.
Wie gesagt, habe ich nie so beachtet. Nur durch Zufall habe ich das gesehen, weil ich halt mich nicht so oft beim Max-Faktor auf, aber wirklich gut. Dann einen Bronzer von Catrice. Diesen Sun Glow Mineral Bronzing Powder, den ich auch ja schon des Öfteren verwendet habe. Der sieht so aus. Ich mache mal einen Swatch. Ja, das ist der hier. Das ist auch ein wunderschöner Bronzer. Das ist die Farbe 010 Golden Light. Und den finde ich echt gut. Den trage ich auch heute ein bisschen konturieren. Gesicht aufgewärmt, also den finde ich echt super. Der kam, glaube ich, neu ins Sortiment rein. Also der ist echt super. Der ist schön matt. Der hat jetzt keine groben Glitzerstückchen drin, sondern ist einfach nur schön matt. Und das mag ich total, so matte Bronzer, die sich leicht verblenden lassen. Und der ist auf jeden Fall ein Top-Bronzer aus der Drogerie, ja. Von Catrice. Also generell die Bronzer von Catrice und Essence finde ich echt gut, aber der ist echt super. Also doch, verwende den wirklich gerne. Vor allen Dingen die Aufmachung mit dieser Kuppel. Ja, sehr, sehr schön. Dann einen Highlighter, den ich auch sehr, sehr oft verwende. Und zwar diesen Goddess of Love Triple Bake Highlighter von Isle of Makeup, quasi von Makeup Revolution. Das ist dieser hier und oh, der ist so schön. Also, ich mache mal einen Swatch. Da, also der schimmert doch wie ein Diamant, oder? Also, und da ist ja auch Unmengen drin, da sind 10 Gramm drin, das hält ewig und der schimmert so toll. Also, den verwende ich sehr, sehr gerne. Und der war auch nicht so arg teuer. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Pfund es waren. Waren es 3 Pfund oder so? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber so um den Dreh rum. 3 oder 3, 4 Pfund hat der gekostet. Also wirklich günstig und man kommt ewig damit hin. Und gerade diese Herzform finde ich so schön. Da haben sie ja wirklich bei Too Faced abgekupfert. Aber echt toller Highlighter. Kann ich echt empfehlen. Die haben auch, glaube ich, noch Bronzer in der Farbe. Also in dieser Form dann Blushes. Also super. So, dann habe ich noch 3 Lidschattenpaletten. Und zwar ein alter und ein neuer Favorit. Wieder neu entdeckt in meiner Sammlung. Quasi nach dem Umzug. Ja, weil dann hat man alles auf einem Haufen. Ist die Comfort Zone Palette von Wet n Wild. Und ja, also die Farben sind einfach Bombe pigmentiert und einfach nur schön hier. Dieser Dupe to Make Club, dann diese Brauntöne, die Grüntöne, die gräulichen Töne. Also ist einfach nur eine Spitzenpalette. Und heute trage ich auch die Palette und zwar trage ich auf dem beweglichen Lid On and On Bronze von Maybelline. Dann in der Lidfalte diesen Ton. Unter der Brauenbohle diesen. Und im äußeren V trage ich diesen Ton. Das ist ja dieser MAC Club. Und ich finde, das ist einfach nur schön. Richtig schön herbstlich. Und ja, diese Palette ist echt toll und super pigmentiert für den Preis. Also Bombe, Bombe, Bombe. Wirklich gut. Ich muss echt mal wieder an so einen Wet n Wild Aussteller gehen, weil ja, die Sachen sind echt toll. Gerade die einzelnen Lidschatten möchte ich mir mal angucken. Creme Brûlée zum Beispiel oder die anderen Farben. Also wir haben noch so ein paar Paletten noch mal anschauen. Also ich bin echt ein Fan von diesen Dingern. Also wirklich super, super schön. Dann eine Palette, die ich noch nicht so lange habe, aber die mag ich auch sehr, sehr gerne, ist die New Dude Palette von The Balm. Also so tolle Farben, also Wahnsinn. Mein Lieblingslook ist ja wirklich diesen in der Lidfalte. Dann, was habe ich da noch genommen? Den hier auch so leicht in der Lidfalte und Faithful, diesen Goldton auf dem beweglichen Lid und
Kinn oder der Augenbraue. Das ist mein Lieblingslook. Ja, also das finde ich super. Und die Farben sind echt genau meins. Richtig schön nudie. Und ja, man kann jeden Look damit kreieren. Von hell bis dunkel. Also alles super, super schöne Palette. Bereue da echt keinen Cent von. Also richtig gut. Dann eine, die ich auch sehr, sehr gerne verwendet habe, ist die Zoeva Cocoa Blend. Und diese Farben sind einfach nur wunderschön. Also da kann man auch jeden Look mitschminken. Diesen Ton mag ich sehr gerne. Oder auch diesen, die Brauntöne. Dann diesen schimmernden Ton, die hellen Töne. Also ich finde es einfach nur schön. Und die Palette ist echt toll, muss ich sagen, wirklich. Sehr, sehr, sehr schön. Und ja, das ist wirklich. Und die Verpackung alleine ist schon richtig toll. Also mag ich sehr gerne, ja. Kann ich auch wirklich empfehlen, sind gut pigmentiert, lassen sich gut verblenden. Und ja, sehr, sehr schön. Gut. Das sind meine momentanen Favoriten, die ich so habe. Klar hätte ich jetzt noch mehr, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Und ja, ich mache das immer mal wieder so zwischendurch, wenn ich ein paar Sachen wirklich richtig Bombe finde, richtig toll und gerne benutze, dann klaube ich die einmal auf einem Haufen zusammen und dann zeige ich die. Aber wie gesagt, nicht jeden Monat, sondern immer nur ab und an. Und dann, ja, gut. Dann hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Und ja, was sind eure Favoriten? Habt ihr dieselben oder andere? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach nächstes Mal wieder. Ciao.